Moin. Das letzte Mal hat Kaban wieder seine Nahkampfkompetenz anschaulich unter Beweis gestellt. Nach Fang und hey, da ist ein Hacker, von dem lass mich richtig verdreschen. Kam jetzt, oh, ein Kind. Kann kein Gänger werden. Danach hat man das andere verbleibende Kind, das Jojo nicht erschossen hat. Na, Jutsu war ja nicht mehr ihre Schuld diesmal. Hat man auf jeden Fall, sie hätte mal früher ihre Waffe mitgeladen können, na, wie auch immer. Hat man auf jeden Fall mitgenommen, kurz befragt. Es stellte sich heraus, dass man sich an einen Sil wenden müsse. Und mehr. Das war's. Viel Spaß und bleibt geil. Ich könnte auch einfach irgendwelche Zufallszahlen nehmen. Richtig Troll. 10.421. Ich meine, der Playlist ist ja alles richtig. Trotzdem, yeah. Irgendwann kommt mal irgendwas durcheinander und dann stehen wir da. Dann haben wir halt eine Folge doppelt. Ja, ich war. Ja, nee, mach ich nicht. Das ist dann halt quasi eine Doppelfolge. Also auch wenn die keinen dann kommen, ne? Dann wäre irgendwas falsch. Ich glaube, das ist länger als unsere Lebenszeit. Das stimmt. Aber ich beantrage, dass wir alle irgendwann in das gleiche Altersheim kommen, damit wir diese Runde fortführen können. Oh Gott, unsere armen Schwestern und ich glaube, in unserer Zeit im Altersheim ist sogar Internet für alte Leute gar nicht so dumm. Siehst du? Dann müssen wir nicht mal ins selbe, meine ich. Ja, das stimmt, aber es wäre witziger. Das stimmt schon. Dann können wir die ganzen... Alter, wie geil im Altersheim, wie wäre das denn? Schön im Altersheim eine Pen-and-Paper-Runde aufbauen. Na klar, guck mich nicht an, Jochen, ich war mal Fame. Natürlich, das ist ja der Witz dabei. Das habe ich mir auch schon überlegt. Das ist eine gute Altersbeschäftigung, weil du einfach ja sonst im Altenheim eh nichts zu tun hast. Du wirst so ein bisschen Demenz und allem und du dann irgendwann nicht mehr unterscheiden kannst, was jetzt real ist und was nicht. Das ist schon schön. Sehr, sehr schön. Wieso, bis man dann die Nachtschwester umbringt, weil man denkt, man wäre auf dem Run und wäre drauf. Wieso will ich denn jetzt Edge verbrennen? Na, ich hab dir doch gesagt, das ist eine dumme Idee. Wann denn bitte? Gerade eben. Nee. So, Herr XY, mein Name ist Nighthawk. Oh, einfach einen Jan gemacht. Ja. Ja. Ich kann Wände hochrennen. Ich zeige Ihnen das mal, geben Sie mal Rollator her. Und vor allem, die Leute nehmen dich dann einfach ja nicht mehr für voll, packen dich dann einfach schön in die Gummizelle und sitzt da. Ich bin verseibert, ich komm hier raus. Na sicher, ich beiße ihn bekräftigt auf den Zahn. Scheiße, ich hab keine mehr. Die Schweine haben mir meinen... Nehmt mir den Cyberblocker ab. Gefällt. Oh ja, wir sollten alt werden, das finde ich gut. Aber lass uns da noch ein halbes Leben drauf warten. Oh, ein Leben. Du stirbst ja eh als erstes. Ich komme aus dem kapitalistischen Westen, natürlich sterbe ich als erstes. Nee, wir brauchen uns kapitalistischen... Nee, du bist älter als ich und du bist ein Kerl, also wirst du eher sterben als Flummi und von daher... Männlicher Lebensstil? 55 wirst du wohl schaffen, aber dann... Dann bin ich froh. Außerdem ist das Problem an der ganzen Sache, dass wir ja keine Rente kriegen und deswegen im Alter noch arbeiten müssen. Da ist klar, wir machen einen YouTube-Channel auf. Alte Männer in ihrer Günther Traumwelt. Erzählt von Shadowrun 5. Ich sag euch, das war noch was. Da schön. Haben wir uns das nur ausgedacht und hatten das noch gar nicht entrennen. Oh, da gab's noch ganz andere Sachen, da gab's schlimme Sachen. Es war, kennt ihr diesen Hitler? Stellt euch vor, noch schlimmer als DSA. Und das war ganz gut, dass wir es abgeschafft haben. Damals in den Paper Wars, ja, ja. Achso, wir nehmen ja schon auf. Hm? Ja, ja. Haben wir noch einen guten Einstieg. Also. Schneiden wir raus. Nee. Wahrscheinlich ja nicht. Das habe ich eigentlich keinen Bock. In jedem Fall, Louis? Nächster Tag nehme ich an. Ja. Sie hat sogar eine Aufmunterungsschokolade in ihrem Schuh gefunden. Das ist cool, die hat ab sich aber pennen gelegt. Da du ihr die Schuhe vermutlich nicht mehr in ihr Zimmer gestellt hast, hat sie keine gefunden. Boah, die Wichser. Ich werde Nachforschung anstellen. Wie denn? Naja, da ich ja dafür zuständig bin, dass der Müll rauskommt, werde ich feststellen, in welchem Mülleimer dieses Schokoladenpapier war. Du wirst den Müll der Leute überprüfen. Naja, oberflächlich. Also. Naja, ich muss ihn ja sowieso rausschleppen. Dann kann ich auch eben kurz einmal so in den Mülleimer reinlinsen. Sehr gut. Also, es wird Folgendes passieren. Neben dir steht Nuron. Alter. Alter, was tut es? Ich wollte Jojo aufmuntern. Jemand hat die Schokolade gefressen. Alter, du perverses Schwein, guckst gerade einfach in den Müll von Zoya. Aber die hat doch in letzter Zeit zugenommen. Also das darfst du ja nicht sagen, aber wenn die Schokolade gefressen hat. Kaban. Heute ist ein schöner Tag, ich vergesse das alles, dass du das gemacht hast und dass du das gesagt hast. Hör auf, den Müll der Leute durchzugucken, selbst wenn du findest irgendjemanden, der was gemacht hat, genau. Jojo beklaut. Der Jojo? Also eigentlich die Schokolade geklaut, die Aufmunterungsschokolade. Also selbst wenn du den findest, der Jojos Schokolade gegessen hat, was würdest du denn dann machen? Ich würde sagen, du, das darfst du nicht, ich kaufe eine neue, verdammt. So ungefähr. Weißt du, was sie machen würden? Die würden sagen, bezichtigst du mich des Diebstahls an der Gang? Du dummes, hässliches Fickschwein, willst du, dann würden die dich verprügeln. Aber der Gerechtigkeit wäre genügt. Naja, auch nicht wirklich. Kaban, ich habe das schon alles vergessen. Ich gehe jetzt, bring mal den Müll raus. Ich bring den Müll raus. Der Frischling, ich such den Müll von so perverser Schwein, Alter. Maul! So. Komm mal her, Kaban. Oh. Mach mal Mund auf. Nee. Mach mal Mund auf. Ja. Jetzt wartest du kurz 10 Minuten so mit offenem Mund hier. Ich komme gleich. Er kommt wieder. Beug dich mal zu mir runter. Aber das ist weit weg. Ich beuge mich runter. Sehr gut. Er schiebt dir so einen Mundschutzdingens rein und verklebt den, sodass du die Fresse nicht mehr aufkriegst. Das war für Maul. Bis später. Du hast ja ein Kommen, du kannst mich ja irgendwann mal erinnern, falls ich es mal dann aufmachen müsste. Dann geht er. Ja, ich trage den Müll raus. Sehr gut. Du bist auch nicht der Einzige, ne? Also generell machen die anderen das ja schon auch mal. Aber weil du ja unbedingt Nachforschung anstellen wolltest, bitteschön. Danke. Bin ich fündig geworden. In den 2 Mülleimern, die... Hast du weitergesucht? Nein. Dann bist du nicht fündig geworden. Habe ich noch eine Schokolade irgendwo? Na klar. Es gibt doch Schokolade im Kühlschrank und irgendwelchen anderen Fresskrams. Es gibt auch... Ja, sowas gibt's halt. Dann kriegt Jojo die irgendwo anders hin. Eine Aufmunterungsschokolade. Zum Beispiel, wenn du sie das nächste Mal siehst? Nee, sie soll es ja irgendwo finden, wenn sie irgendwas macht. Sie an der Aufmunterungsschokolade soll ja nicht. Okay, dann... Hier, sie geht besser, dann nimmt sie es sowieso nicht an. Die soll sie einfach nur finden und sich glücklich freuen. Ja, sowas wie die Kampfpanzerung, die man nicht jeden Tag trägt, sondern nur, wenn man Stress erwartet. Da kannst du es ja innen dran kleben. Das sieht ja auch keiner. Und die hängt irgendwo im Gemeinschaftsraum oder so, wo du auch ankommst. Ja, das ist ja doof. Das ist gerade so ein Moment, wo man Stress hat. Da will man keine Schokolade haben. Ja, aber in den meisten Fällen geht die ja los und zieht die vorher auf. Dann soll sie ja einfach ins Zimmer aufs Bett legen, wenn sie gerade nicht in ihrem Zimmer ist. Das ist ja, dann machen wir es halt so. Das ist ein guter Plan. Aber ich habe da halt nicht dran gedacht, weil ich nicht an fremde Menschen Zimmer gehe. Ja, das ist auch, ja, das passt schon, aber stimmt, das ergibt voll Sinn. Aber ja, Kaba macht das. Ja, das ist okay. Irgendwann später am Tag wird sie auch nochmal auf dich zukommen. So, wir müssen noch ein paar Besuche machen, denke ich. Mhm. Wer? Hm? Wer? Mhm. Schreib mal auf. Ich schreibe ihr den Namen auf. Jojo ruft Jojo Kitsunoran. Jo, der sitzt auf der Couch und guckt sich gerade eine Doku an mit oder so. Falls du dich fragst, warum Nuron eine Doku gucken sollte, es geht um die Entwicklung der Brustimplantatstechnologie von den Anfängen bis heute. Sie steht hinter den beiden. Was läuft denn hier, der Doku-Kanal? Also sie schreit nicht, sondern macht das halt so. Ne? Das ist keine Doku, das kann ich erklären, das ist ein versteckter Porno. Junge, dass ich dich nochmal sehe, wie du versuchst, dich weiterzubilden. Gib mal den Frischling frei, ich brauch den. Also, bitte. Danke. So. Hey, ich kann wieder reden. Ja. Ich bin mal kurz in der Küche, ich brauche was drin. Und Jojo guckt nochmal nach diesem Sil irgendwie. Er ist gerade nicht in deiner Nähe. Ja. Mir ist bewusst, dass das eine sehr dumme Ansage war, aber wie guckst du denn? Ja, ich... Kontakte. Ich kann den Schweden mal fragen, ob der den kennt. Der scheint ja auch so ein Gutmensch zu sein. Vielleicht der Typ... wenn er anfängt, solche Sachen zu dingsen, vielleicht kennt er sowas. Die Kinder haben 200 Nuyen bekommen. Okay, das ist viel zu wenig. Da die Kinder offenbar keine Sinn haben, kann in ihrem Namen auch niemand verklagt werden. Die sind rechtelos. Stimmt. Gut, Mensch, müsste man noch mal drüber reden. Hast ja recht. Oh, Sil, bla. Keine Ahnung. Zur Not frage ich mal in der Brennerei nach. Ich kann Proto fragen oder so. Das klingt ja schon viel vernünftiger. Rufst ihn an, oder was? Ja. Ja, grüezi. Hi. Wie geht's? Was geht? Alle Gliedmaßen noch dran? Och, Nastja, wenn ich da anfange, davon zu sprechen, dann sind wir relativ schnell fertig, denn in der Tat ist eigentlich alles in Ordnung, aber... Ist immer schlecht, wenn man dann im Smalltalk sagt, ja nix, deswegen, ach, diese Ausstellung, ich sage dir, das ist eine unglaubliche Frechheit, sie haben Straßen gesperrt, von denen ich nicht einmal wusste, dass sie existierten, und da muss ich doch sagen, diese Hauptverkehrsadern irgendwie jetzt lahmzulegen, nur weil so ein schickimicki Scheißkram läuft, mit irgendwelchen Gefritzel und Geblitzel, das kann doch überhaupt nicht sein, also, das hätte es in der Schweiz einfach nicht gegeben. Das kann ich total nachvollziehen. Da haben wir nämlich überhaupt keine Straßen, da haben wir nur Tunnel und Helikopter. Und Trampelpfade. Sowie Flugsaurier. Flugsaurier? Ein ausgezeichnetes Fortbewegungsmittel, allerdings sind die relativ klein, also du würdest selbst schon Schwierigkeiten bekommen, weil du dann doch etwas zu fett bist für die armen Dinger. Aber für Transporte, so kleine Pakete, die man ab und zu bekommt, sind sie ganz hervorragend. Ah, ich verstehe das. Und die Nachrichten werden da auch nicht via Matrix, sondern via Buschtrommel weitergegeben, oder was? Ja, nur wenn man ganz geheime Sachen verschicken will und die sind dann natürlich perfekt verschlüsselt, was man ja von der Matrix jetzt nicht gerade sagen kann. Das stimmt allerdings. Brieftauben, habe ich gehört. Brieftauben sind das Mittel der Wahl. Unentwickelt. Also so als Unterentwickelte, wir sind keine Höhlenmenschen, wir sind keine Barbaren, wir nehmen natürlich Rauchzeichen. Rauchzeichen? Und was macht ihr bei, keine Ahnung, Regen, wenn es eh diesig ist und man die nicht sieht? wasserbeständigen Rauch. Oder bei Nebel? Nebelzeichen. Kann man dich mal irgendwo treffen? Sicherlich. Ja, das... lass mich kurz... Wir können uns heute noch treffen. Das wäre echt cool. Diese eine Einkaufsmeile, wo wir schon einmal uns gesehen hatten, wo dieser unmögliche Verkäufer war von... Ich weiß noch. Natürlich brauchte ich das doch alles. Und natürlich würde ich auch gerne nochmal mich von ihm beraten lassen, was jetzt so saisonal nochmal ganz wichtig wäre. Aber finanziell, also auf jeden Fall, das ist ein kleines Geschäft, wo man so Hobbygärtnerbedarf findet und da würden wir uns dann treffen können. Heute so gegen 18 Uhr sollte ich dann dort fertig sein, nehme ich an. Okay, ich bringe den Frischling mit, ja? Ja, da spricht erstmal nichts dagegen. Nö, ich wollte es dir nur sagen. Wenn du ihn irgendwie an diesem Evo-Geschäft vorbeigelost bekommst, sehe ich da keine Probleme, aber das allein könnte natürlich etwas sein, was für dich gar nicht möglich ist. Das könnte tatsächlich sein, aber wenn ja, dann ist er da ja quasi in seinem eigenen Bälleparadies und ich hole ihn dann einfach ab, wenn er fertig ist. Sicherlich. Okay, dann bis später. Ja, tschüss. Okay, dann meint sie nur zu Kaban. Später, pass auf, wir haben gegen 18 Uhr einen Termin in der Mall. Mhm. Dann gucken wir mal, wie wir da weiterkommen. Und, genau. Bis dahin können wir mal zu dem Geschäft in Donskoy fahren. Vielleicht drücken die ja noch irgendwas raus. Ja, richtig. Daran dachte ich auch schon. Okay. Obwohl ich glaube, da haben sie es einfach gekauft und irgendwo anders eingebaut. Ich vermute das auch, dass sie es da einfach gekauft haben, aber vielleicht, naja. So, die Seriennummer hatten wir aber nicht, ne? Die war nicht nochmal irgendwie online hinterlegt, auch wenn die rausgefeilt war. Mit rausgefeilt meinte ich digital rausgefeilt. Ah, okay. Aber gut, Datenbuchsen, die auch noch für Kinder irgendwie gedingst sind, die gibt's ja nicht so viele. Die waren auch nicht für Kinder geeignet, das hatte ich letztes Mal gesagt. Die wären dann irgendwann gestorben, wenn die gewachsen wären. Ach so, okay, dann brauchen wir vermutlich nicht mal nachfragen, weil es überhaupt nichts bringen wird und wir dann nur mehr Staub aufwirbeln, als wir kriegen. Dann sollten wir vielleicht erstmal andersrum gehen und erst nach diesem Sil suchen und dann vielleicht in diesem Netkin-Shop da nachfragen, wenn wir da nichts finden. Ich glaube, da an die Infos zu kommen, wird viel schwieriger, wenn die das da einfach nur gekauft haben. Das kann ja irgendwer kaufen, wir wissen ja nicht mal, wer das war. Und wenn wir keine Seriennummer haben, können die das auch nicht zurückverfolgen. Stimmt allerdings. Wenn die das da nicht eingebaut haben, was wahrscheinlich ist, dann haben wir keine Chance. Notfallplan, wenn es mit diesem Ziel nichts wird. Ja, richtig. Ziel, Anwalt für Kinder. Naja, oder auch kein Anwalt, mal gucken. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass der eine den anderen dazu gedrängt hat, die irgendwie noch weiter, ne? Also, dass der Sil gar nicht so sehr das Arschloch wollte. Ja, genau. Denke auch. Okay. Na, dann 18 Uhr. Dann will ich dich nicht weiter von deiner Arbeit abhalten. Oder was auch immer du machst. Wo waren die Mall? War die in Donskoy? Nee, die war so cool. Ah, okay. Dann bin ich mal im Arbeitsraum. Bis später. Mhm. Kaban und Furio und Anna müssen heute noch ein kleines Rennen fahren. Ein Testrennen. Also mit Motorrädern. Das war unfair, die wiegen viel weniger als ich. Auf den Straßen Moskaus geht es nicht darum, dass du super schnell bist, sondern da geht es darum, wie gut du um Autos herummanövrieren kannst, ne? Okay. Und abstrakter gesprochen, du hast Reaktion 5. Und Bodenfahrzeuge, wie viel? 1 oder 2, glaube ich. Ja gut, das ist natürlich noch nicht der Shit, aber... 2. Keiner von denen hat Reaktion 5. Aber Bodenfahrzeuge vermutlich höher, zumindest Anna wahrscheinlich. Das stimmt. Die wird dir vermutlich sogar ein bisschen davon ziehen. Dann müssen die beiden Verlierer, dem Gewinner, keine Ahnung, müssen dann den nächsten Tag 3 Prospect-Aufgaben übernehmen von dem. Nach Wahl des Gewinners und dann passt das easy. Dann fahren wir zusammen in die Mall. Wir fahren zusammen in die Mall. In das kleine Gartenbaugeschäft. Oh. Ich dachte, du bist so wirklich davor. War das davor? Ja, davor. Ja, da kommt er noch irgendwann raus. Voll mit, na, ist nur eine Tüte. Voll bepackt mit schönen Sachen, die das Leben schöner machen. Ich hoffe, ihr habt nicht zu lange gewartet. Nö. Sehr gut. Na, alles fit? Ja, alles ganz wunderbar. Wie ich sehe, bei dir ist auch alles fit. Du hast sogar jetzt die Willenskraft besessen, an diesem Laden vorbeizugehen. Ja, durchaus. Vielleicht sollten wir dann später nochmal gucken. Ich habe gesehen, es gibt jetzt eine Herbstkollektion, da bin ich ja schon etwas interessiert. Und da muss man ja auch bedenken, dass der Herbst ja schon so gut wieder wie vorbei ist, also fast. Und ja, da gibt's es gibt ja Winterschlussverkauf, dann komme ich nochmal vorbei, denke ich. Ja, aber ich meine, jetzt, ich habe nichts für den Herbst und Winter is coming, also. Ja, oder Herbstschlussverkauf, vielleicht. Wie auch immer. Reden wir nicht mehr davon, ansonsten zieht es mich direkt da rein und ich brauche dringend zwergisch optimierte Ohrenschützer. Dann gehen wir am besten richtig in die Richtung. Sagt Jojo und lotst die beiden Herren weg von diesem gefährlichen Laden. Wenn du größere Ohrmuscheln hast als Ohren, dann ist er eigentlich noch viel wärmer und besser, finde ich. Also kauf mich. Ja. Okay. Er geht dann ein Stück weg. Jojo geht mit denen irgendwo dahin. Wir hatten ja schon mal so ein Ding da, wo wir dann quatschen konnten, weil es da immer voll gesprächig war und so. Ja. So. Willst du was trinken? Ja, wenn ich jetzt schon eingeladen werde, dann würde ich sagen, schon, ja, ein kleiner Grog. Du? Und du? Achso, ich nehme einen 2-fachen Frappuccino. Alles klar. Dann kommt Jojo mit den Sachen zurück und, Was trinkt denn sie? Cola, glaube ich. Cola. So. Gut. Genau, pass auf. Sagte der Name Sil was? Ja, das habe ich schon mal gehört. Okay, gibt's irgendeine Möglichkeit, an den Typen ranzukommen oder mal mit dem zu labern? Weißt du das? Oder weißt du wie? Jetzt oder wo? Hilf mir erstmal auf die Sprünge. Das ist irgendwie so ein Typ, wie alt er jetzt genau ist, weiß ich nicht, aber der hat wohl so eine komische Haartolle. Der hat wohl braune Haare und die sind wohl irgendwie immer gegelt, so, keine Ahnung, Elvis-Verschnitt, Haargedönse oder sowas in der Art. Ja gut. Kam irgendwie mal in Verbindung mit Anwalt oder sowas auf den Tisch, aber so 100% sicher bin ich mir da nicht. Es kann aber sein. Dann schauen wir doch mal in die Liste. Nastja, Frischling, Trompete, Herr Dr. Eierlauf, wer ist das denn? Ne, darum geht's nicht. Gut, Sil, ja, das... Der ist noch im Geschäft, ich dachte, den hätte es jetzt inzwischen herausgedrängt. Das ist ja sehr interessant, ja. War auch einmal quasi eine Art Anwärter für die Brennerei, aber hat sich dann selbst dagegen entschieden. Ich glaube, es gab da auch irgendeinen Zwist oder so etwas mit Tourette. Nicht Tourette, jetzt habe ich mich versprochen. Ich meinte natürlich der andere, die andere. Mhm. Scheiße, Abbruch. Die Chefin der Brennerei, ne? Ja, bei den ganzen NPC. Agatha. Agatha, genau. Er hat da einen kleinen Zwist mit Agatha, glaube ich. Und das ist den beiden nicht so wohl bekommen. Also ich glaube nicht, dass es da jetzt zu großen Streitigkeiten kam, aber es war genug, dass er gesagt hat, in deinem Freien möchte ich auch gar nicht unbedingt dabei sein. Und ja, die Anwalttätigkeiten sind durchaus auch sein Repertoire, also hat dann Leute vertreten, zusammen mit einem Herrn Poppedoculus. Poppedoculus. Genau, richtig. Den Namen kannte sie noch von Billy. Dass du dir den gemerkt hast, ist natürlich auch nur wegen fotografischen Gedächtnis. Ja. Genau, Poppedoculus. Es war ein ganz hervorragendes Duo. Sie haben sich da um viele Sachen gekümmert, auch früher noch mit ihrem schönen Leitspruch. Anwälte für alle Fälle. Wir vertreten keine Verräter. Und die da sicherlich unser Eins sehr oft sehr gut geholfen haben. Es gab kein Zerwürfnis der beiden, aber sie haben sich dann getrennt. Genaues, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es könnte sich um ein Frauenproblem gehandelt haben. Allerdings könnte das auch mein wirklich immenser Konsum von Daily Soaps in letzter Zeit sein. Also ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Es gibt auch zwischen denen jetzt keine Streitigkeiten, aber auf jeden Fall haben die sich getrennt, sind dann ihrem Beruf nachgegangen. Aber das Letzte, was ich von Sil gehört habe, ist, dass er Probleme hatte irgendwie, in Donskoy artet es ja doch etwas mehr aus zwischen Jegor und Florina und was auch immer man da hört, was auch immer da passiert, dass er da einfach irgendwo in die Mitte kam. Ist ja keine ganz... So von dem, was er macht, etwas, was nicht jeder kann, etwas, was man eigentlich immer braucht. Ein kleiner Rechtsverdreher, dass da beide sicherlich sich seiner Fähigkeiten und seiner Unterstützung vergewissern wollten, aber er sich nicht recht entscheiden wollte, und ich dachte, der wäre jetzt vielleicht weg vom Fenster. Wenn er noch aktiv ist, dann wird es doch sicherlich noch ein Donskoy sein. Er hatte da sehr, sehr viele Kontakte. Und was habt ihr denn mit ihm vor? Der ist in irgendeiner Form beteiligt, beziehungsweise glaube ich nur so halb beteiligt oder weiß zumindest von einer Geschichte, die irgendwie eine ziemliche Sauerei war. Und ich glaube, der ist da, also so wie sich das anhörte, ist der da am Ende auch ausgestiegen und kann uns aber vermutlich helfen, den Typen zu finden, der dafür verantwortlich ist. Ich meine, wir sind ja alle ständig an Sauereien beteiligt. Das ist ja gar nicht anders zu sagen. Ja, da geht's um... Das ist ja auch erstmal völlig egal, worum es da auch geht. Es geht ja nur darum, ich könnte euch schon sagen, wo man ihn vielleicht antreffen könnte, aber dann bräuchte ich auf jeden Fall euer Wort, dass dem Mann nichts geschieht. Also das gebe ich dir ohne weiteres. Und Kaban. Drücken. Ich muss auch auf Tasten drücken. Ach, Mann. Ja klar, kein Problem. Ja gut, also ich werde natürlich, wenn sich herausstellt, dass ihr ihm die Fresse poliert hat, natürlich euren Ruf zerstören, wie ich es sonst nur mit großen Gebäuden veranstalte. Also, Sil. Sil hat eine ganz große Schwäche, eine Schwäche, die ich im Grunde sehr verzeihlich finde. Also man trifft ihn eigentlich immer an, wenn er gerade Freizeit hat oder auch im Büro, zwischendurch mal in der Pause, wie er sich auf MQVC anguckt. Und dann findet er immer wieder Waren, die ihm besonders gut gefallen, die er unbedingt haben muss. Und natürlich wäre es ein Frevel, das irgendwo hinzubestellen. Das wäre ja grotesk. Er kauft gerne über verschiedene Accounts und was er da nicht alles hat und holt es dann persönlich ab. Eigentlich immer am Donnerstag. Ne, warte, nein. Am Montag direkt. Er sammelt dann quasi über die Woche Dinge, die er unbedingt glaubt, besitzen zu müssen, bringt ihn dann später zurück und am Montag kommt er meistens mit einer ganzen Wagenladung und schafft dann Scheiß wieder ran und holt sich den neuen. Also er muss da auch schon ein bekannter Mann sein. Alles klar. Das heißt, da findet man ihn dann auch. Sehr schön. Ja, also irgendwann am Vormittag oder wenn er es nicht schafft, dann auch erst am Abend. Mhm. Na gut. Alles klar, das klingt doch schon mal nicht schlecht. Und bei dir sonst? Muss ich euch jetzt gleich irgendwann aus dem Gebäude herauslotsen, damit ihr nicht doch noch in diesen Laden reingeht und euch Herbstkollektionen kauft, die ihr nicht braucht. Nostra. Aber die haben da schon ziemlich gute Sonnenbrillen gerade im Angebot. Ja, vor allem die Wintersonnenbrillen. Wenn der Schnee so hart dann reflektiert, das ist ja auch gefährlich. Aber nein, ich werde da vorbeigehen können. Die Frage ist doch viel eher, ob wir dich nicht irgendwie aus einem Nagelstudio zerren müssen oder so etwas. Ich meine, du bist die Frau, du bist in einem Einkaufszentrum. Ist es nicht eigentlich rechtens, dass wir sagen, jetzt reicht's doch mal, ich trage nicht das 5. Paket Schuhe für dich? Das ist, ihr habt absolut recht. Ich muss meinen Kaufrausch, was Schuhe angeht, ein bisschen zügeln. Es tut mir leid, dass ich euch da reingezogen habe. Gerade so eine Borderline-Persönlichkeit wie du sollte doch da ein wenig aufpassen. Das ist absolut richtig. Das tut mir auch wirklich leid. Ich versuche mich zu bessern. Du solltest dir wirklich nicht die Schuld dafür geben. Das ist eine Krankheit und da kannst du auch nichts dafür. Hm, ja, das stimmt. Es ist sicherlich schwer damit zu leben und du hast meine Hochachtung dafür, dass du das versuchst, wenn man das denn nun so Leben nennen kann. Schwerlich. Ich meine, der Reiz ist ja auch überall da, ne? Ich meine, guck dir das mal an. Du gehst hier durch die Mall und überall. Ich lege ihr mitfühlend eine Hand auf die Schulter. Aber wie man hörte, hast du da jetzt ja auch tatkräftige Unterstützung bei Kaban gefunden, der jetzt, wie man hört, irgendwie auch mehr Zeit da mit dir verbringt und sicherlich dann auch etwas besser die Sache entgegenzusteuern weiß. Ja, erstmal wirklich eine große Hilfe. Ich gebe mein Bestes, ihr Tag und Nacht die Schuhe aus dem Auge zu reden, quasi. Es ist sehr wertvoll, wenn man einen solchen Freund besitzt. Da kannst du dich wirklich glücklich schätzen. Ich wünschte, Potter würde so reden, aber der alte Einfallspinsel, der hat wieder nur Augen für Hedwig und... Hedwig? War das sein... Das ist seine Angebetete. Ah. Und das ist übrigens kein Witz und keine Überhöhung oder sonst irgendwas. Er hat eine Frau, die er sehr begehrt. Und das ist Hedwig. Potter? Ja. Er wirkte gar nicht so. Er hat doch immer jahrelang gesagt, er wäre eher den Männern zugetan, aber... Ich weiß nicht, was da jetzt passiert ist, ob er irgendwie im Straightcamp war oder ob er vielleicht eher dann doch in die Bierrichtung neigte. Vielleicht wollte er sich auch immer nur wichtig machen. Ich habe ihn nie mit einem Mann gesehen, was ja auch erstmal nichts heißt. Also man möchte dem Chef ja nicht unbedingt dann den irgendjemanden präsentieren, aber also ich meine... Vielleicht hat er sich auch einfach nur schwer getan, an die Damenwelt heranzutreten, hat es deshalb gesagt, damit sich niemand wundert. Das könnte natürlich sein, hat dann gewartet, bis ihn ein Mann anspricht, dann, wenn man angesprochen wird, ist es ja sicherlich einfacher. Mhm. Aber jetzt diese Hedwig, ich Tag und Nacht schwärmte von ihr und... Das ist doch schön. Ein ganz famoses Frauenstück muss es sein. Golden. Das Verstehe ich nicht ganz. Du meinst, sie hat viel Geld? Nein. Aber es muss einen Grund dafür geben, wenn Kerle sich zwischendurch mal merkwürdig verhalten, ja, wegen einer Frau. Und die Ausrede dafür ist, dass sie golden ist. Also die Muschi. Dann können sie sich da viel verzeihen. Und zu nicht verstehen, ist egal. Eine goldene Muschi? Ja. Ja gut, das würde so viel erklären eigentlich. Siehst du? Jetzt, wo du sagst, dass... Ja, ja, natürlich. Das wollte sie mir auch mal unterstellen, dass meine Freundin das damals hatte. Oh Gott, das war auch so. Ja, aber ich meine, da gibt es ja nichts Schlechtes daran. Also ich meine, wenn man eine Frau gefunden hat mit einer goldenen Vagina, das ist ja... Ja, meistens ist das die Ausrede dafür, um ihre charakterlichen Unzulänglichkeiten oder anderweitigen Unzulänglichkeiten zu erklären. Oder, wie gesagt, sehr merkwürdiges Verhalten. Manchmal sind sie auch golden und dann können sie nichts dafür. Ja, aber das ist doch eigentlich eine wunderbare Metapher, dass man sagt, ich verzeihe, dass die Frau eben nicht perfekt ist, dass sie mich manchmal nervt, dass sie stundenlang im Bad steht und dabei wollte ich stundenlang im Bad stehen, um meinen Bart zu zwirbeln oder so. Und dass man einfach sagt, aber sie hat halt auch genügend Charaktereigenschaften, die ich schätze, dass man das Ganze halt abkürzt und sagt, sie hat halt eine goldene Muschi. Ich finde das eigentlich eine sehr schöne Sache. Ja. So kann man das auch sehen, ja. Nein, man kann es ja nicht wörtlich nehmen. Welcher Mann wollte denn bitte ein Genital aus Gold? Also das muss doch... Das, ich meine, es ist ein weiches Metall, aber so weich nun auch nicht. Nee, das könnte durchaus zu Irritation führen. Ansonsten würde das Sprichwort ja eher gelten, wenn ich zum Arzt gehen muss und sage, hier, ich habe, glaube ich, einen mehrfachen Penisbruch. Warum? Es war eine goldene Muschi. Richtig. Interessant. Das werde ich mir merken. Ich werde ihn fragen, ob sie vielleicht... da ein Geschlechtsteil aus Edelmetall besitzt. Mach das. Du musst es ihm dann aber auch erklären, wenn er nicht weiß, worum es geht. Ich muss erstmal überhaupt nichts. Der Potter, der kann auch googeln, also das... Ich kann ihn auch einfach irritieren und dann wieder gehen, das stelle ich mir auch ganz gut vor. Ja gut, bestell ihm mal schöne Grüße. Auch schon ewig nicht mehr gesehen. Das mache ich. Wenn du ihn, dann liegt das daran, dass du relativ selten jetzt auch in der Brennerei bist. Kaban, du auch. Also Frischling, du auch. Jetzt habe ich dich sogar schon falsch angesprochen. Einfach deinen Namen vergessen, weil du schon so lange nicht mehr da warst. Ich fühle mich geehrt, dass du endlich meinen richtigen Namen benutzt hast. Danke. Ich war vor 3 Wochen nochmal da, aber irgendwie... Ja, vor drei Wochen, da hatten wir alle andere Sachen zu tun. Da war Herbstputz zu Hause. Oder eine Bombendrohung oder sowas, da ganz verschiedene Sachen, die da gewesen sein können. Alles okay. Wie auch immer, ich denke, wir werden uns bald mal wieder an der Brennerei sehen, alle. Ja. Hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Ach so, Kaban, ja. Frischling! Mist. Bei der Gelegenheit, wenn du dann mal wieder wenn du wieder Zeit hast, dich blicken zu lassen, wäre es natürlich schon... Zumindest bei den Leuten, die du kennst, eine Geste der Fairness, dann zu sagen, übrigens, nur damit du es weißt, ich hänge jetzt sehr viel mit Jojo rum und auch mit den Leuten, mit denen sie sonst sehr viel rumhängt und ich werde nachdenken über die Anschaffung eines 2-rädrigen Gefährts oder so, dass sie einfach wissen auch, dass das jetzt nicht nur Jojo im Umgang, Nastja im Umgang Besonderheiten bietet, sondern du auch. Das habe ich mir schon gedacht. Das ist. Ja, es wäre natürlich einfach eine höfliche Geste. Genau, aber wie sie hat sich da schon rumgesprochen. Ja, nur bei mir. Du kannst nicht davon ausgehen, dass alle so weltgewandt und informiert sind wie ich. Natürlich nicht. Aber das ist. Danke für diesen Tipp. Das werde ich natürlich. Und Agatha wird sicherlich an dem Tag nicht da sein, aber wenn du es einfach dem Barkeeper dann nochmal mitteilst und sagst, dass, fragst, ob er vielleicht dann gleich das weitertragen könnte, wäre das auch okay. Man muss ja nicht zwingend immer in ihren Schickimicki-Sing-Shoppen da gehen, das ist ja auch jedes Mal unangenehm. Das stimmt. Gut, dann würde ich mich erstmal verabschieden und wir sehen uns sicher bald. Alles klar, mach's gut. Oder senden uns Rauchzeichen, was gerade so vorkommt. Ja, ich habe noch Briefteufelsratten irgendwo rumstehen. Immer gern. Sehr schön. Macht's gut. Mach's gut. Und dann geht er. Yay. Ich werde mir wahrscheinlich auf dem Rückweg noch eine verspiegelte Sonnenbrille kaufen müssen. Das ist mein Lieblingsladen. Na, würfel doch mal Willenskraft und Verhandeln. Das ist nicht der verdammte Ernst. Letztes Mal hast du auch gewürfelt. Aber ich bin doch da jetzt reingegangen, um schon nur... Oh, Mann. Naja, du bist da reingegangen. Fehler Nummer 1. Aber der Laden ist so gut. Guck mal, ich habe doch nur 2 Erfolge. Letztes Mal hatte ich 6. Ja, aber ich habe ja kein Verhandeln, glaube ich. Du hast ja Willenskraft minus 1. Ja, kann ich mich auch einfach rausschleichen, nachdem ich bezahlt habe? Naja, nee. Du würfelst doch immer gut. Kein Problem, du kaufst eine verspiegelte Sonnenbrille, aber nicht das Modell, was du eigentlich beabsichtigt hast. Sondern eins mit mehr Funktionen, mehr Coolness und mehr Stuff. Ich hasse diesen Laden. Das ist dein Lieblingsladen. Weißt du auch warum? Du hättest fast so eine Scheißbrille gekauft. Aber nur für 150 Nuyen mehr kriegst du ein Teil, was ungefähr 70 mal cooler ist. Yep, das stimmt. Außerdem hat das nämlich quasi auch schon Ohrhörer da drin. Damit kann ich nämlich so Musik hören. So ist es nämlich, genau. Und die AR-Qualität ist ja wohl wesentlich besser. Bäh, aber sichi. Ne? Also das muss man ja mal sagen, also wenn man das so nebeneinander hält, sieht man das sofort. Ja, gerade mal 4-facher Preis, aber dafür halt 700 mal geiler, Top-Geschäft, halt's Maul, Jojo. Die ist woanders, die ist nicht mit reingegangen. Ja, das du musst mich aufhalten. Nee, du hast dich ja selbst aufgehalten, du hast dich dann nicht noch weiter bequatschen lassen. Sehr gut. Ich komme mit einer sehr stylischen Brille, die nicht dem aussah, die Sonnenbrille, die ich dir gezeigt habe, wovon ich gerade geschwärmt habe. Ich sag mal, es ist halt einfach eine Markenbrille, ne? Ja, die sitzt irgendwo ein paar Schritte weiter und wartet. So. Hast du jetzt alles? Ich denke, ja. Gut. Bringt Tücher. Dann hier. Können wir ja jetzt fahren. Klar. Cool. Ich konnte sogar das Parkticket ausstempeln. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja, parken ist umsonst. Mhm. Wie viel hast du jetzt bezahlt? 250? 200. Hm. Stolzes Sömchen. Eine Sonnenbrille. Ich konnte, und ich bestehe darauf, das Ticket ausstempeln. Ja. Wir haben jetzt hier umsonst geparkt. Okay. So. Nach dir. Sie geht ins Auto. Ich mag deinen vernichtenden Blick in meinem Rücken nicht. Dein Blick ist nicht vernichtend, sondern mitleidig. Du musst einfach auch mal ein bisschen mehr auf dich aufpassen. Und, ne? Also. Das Selbstwertgefühl kann man ja auch in Kleidung ausdrücken. Ja. Ich habe mir das gegönnt, das ist auch gut für mich gewesen jetzt. Ist ja auch okay. Ja, das habe ich auch verdient gehabt. Hm? Da ich das wieder vergessen werde, du kannst dich schon mal darauf einstellen, dass später Nuron, der Professor, Vlad auch, auf jeden Fall Vlad, Und haben wir noch irgendeinen Metatypen, der mir sofort einfällt? Hä? Und ich glaube, es gibt noch ein, zwei andere Orks dort, die auf jeden Fall sagen, Alter, das ist eine echt heftige Brille, wo hast denn die her? Und dann werden die sagen, Alter, ich müsste auch mal in diesem Laden vorbeigucken, das sieht echt ganz schön nice aus. Und das klang jetzt ironischer, als es tatsächlich war. Okay. Die werden dort alle die Brille tragen, denn die ist einfach mal das Shit. Und genau. Einer von denen, das wird sein, nicht gerade der Zwerg, die haben mehr Willenskraft. Einer der Orks, der wird auf jeden Fall auch noch ein etwas größeres Tütchen haben, wenn er rausgeht. Nicht so wie du damals, aber ich meine, der hat auch schon quasi Herbstklamotte, Übergangsjacke, wichtig. Übergangsjacke, ja, richtig. Gut, ihr fahrt, ich denke mal, ihr könnt direkt da runterfahren, weil wird dann irgendwann auch so spät sein. Ja. Ich bin Trendsetter, ich bringe die ganze Gang nochmal auf Vordermann, was Kleidung angeht. Ja gut, also, ach nee, Quatsch, es ist ja jetzt schon 18 Uhr, also wird es 19 Uhr sein. Wollt ihr runterfahren oder wollt ihr irgendwas anderes machen? Ach Quatsch, es ist ja erst Montag, so, heute ist übrigens Samstag. Ich war jetzt kurz raus. Haben noch ein bisschen Zeit dafür, also in der Zeit wird Lülülü und so. Vielleicht, weiß ich nicht. Na, wenn ihr nichts machen wollt, boom. Boom, nö. Selber boom. So. In einem Monat beginnt die Ausstellung. Yay. Die Ausstellung. Eröffnung wird live übertragen. Super. Ich hab richtig Bock drauf. Neumodischer Kram, scheiß Ding. Können wir eh nicht hin. Eben. Deswegen wird's ja live übertragen. Mhm. Für noch 15 Uhr in die Stunde. Ich bin schon am Überlegen, ob ich in eine Bleikammer gehen soll. Dieses Angebot nicht mehr anzeigen, klicke ich an. Ja gut, okay, das passt. Nicht relevant. Verhält sich ja Magie anders als Strahlung. Na gut. Ja, dann fahren wir da irgendwie Montag hin, würde ich sagen. Oh. Naja, kommt an, das ist halt so eine Packstation von MQVC. Und dann wartet ihr ein Weilchen und da kommen sehr viele ältere Frauen. Und dann noch sehr viele ältere Frauen. Und dann kommt irgendwann Dude und... Bitte, Daddy. Leider ist sein einer Mundwinkel nicht weit genug runtergezogen. Den musst du dir fast auf Höhe des Kinns vorstellen. Und er der zieht immer ziemlich die Schultern hoch und hat immer so ein leichtes Nicken, auch wenn er mit niemandem redet oder niemanden anguckt. Das gehört halt einfach dazu. So ein etwas verkürztes, abrupteres. Aber nicht dieses Alterszittern von Oppas. Ja, wenn er da ankommt, geht Julia auch zu ihm hin. Entschuldigung? Ja. Sie sind Sil, richtig? Da müssen Sie mich verwechseln. Ich glaube nicht. Ja, warten Sie doch mal hier. Ich habe hier meinen Abholschein. Also mein Name ist Mario. Hat er seinen Namen gerade abgelesen? Nee, aber ich musste mir ja einen ausdenken. Er macht manchmal so Pausen, weil dazwischen ist ja das Nicken, verstehst du? Achso. Also, mein Name ist Mario. Sehr schön. Ich bin Jojo, das ist der Frischling. Proto meinte, dass wir sie hier treffen können. Proto? Trägt er immer noch diesen bescheuerten Schottenrock? Hat er den immer noch? Nee, der hat doch jetzt Leggings, ne? Du hast ihn nie im Schottenrock gesehen. Keine Ahnung, also wenn, dann haben sie ihn wahrscheinlich schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ich kenne ihn nicht damit. Okay. Gut. Und wie geht's Hermine? Hatte der eine Hermine? Der hatte doch nur den Potter. Also er sprach mal von Potter, Raptor und dem Eierschneider. Hermine war doch die Freundin von Potter. Nee, das war Hedwig. Das war der falsche Potter. Ah. Keine Ahnung. Wer? Aha, gut. Ich würde Ich muss ganz kurz was erledigen. Ich komme dann gleich wieder. Naja. Jojo geht dann auch weg erstmal an die nächste Ecke oder so. Also, halbes Stündchen. Alles klar, wir können uns auch woanders treffen. Wenn Ihnen das lieber ist. Hier kennt man mich, ich kenne den Parkplatz, ich kenne die Kameralage, ich finde es hier eigentlich schon ganz gut. Dann hier. Ja, bis gleich. Bis gleich. Ja, der geht dann rein, dann braucht er eine halbe Stunde, und dann kommt er wieder raus und hat auf jeden Fall zwei dicke Kartons. Eins ist auf jeden Fall eine Cappuccino-Maschine und das andere sind nämlich homöopathische Wachmachmittel. Bio ist für mich besonders billig. Ja, das auch. Bioenergy. Naja, das handelt sich dabei um Kaubonbons. Mit der freien Energie des Weltraums. Ja, wo ja. Ungefähr ein Siebtel der Verpackung wird eingenommen von dem Text. Wir sind verpflichtet, Ihnen mitzuteilen, dass es keine nachgewiesene Wirkung hat. Jojo interessiert sich überhaupt nicht für das, was er da geholt hat, beziehungsweise sie wird es in keinster Weise kommentieren. Du bist halt immer so uninteressiert an deiner Umwelt, Mann. Mhm. Du willst nur Kinderschlachten. Deswegen hat die auch keine vernünftigen Klamotten an, deswegen rennt die halt so komisch rum. Ich bin überhaupt nicht uninteressiert an meiner Umgebung, aber ich möchte ihn nicht verurteilen oder in irgendeiner Form zeigen, dass ich es eventuell sogar tue, deswegen... Kannst du auch gar nicht, weil er einfach die besten Waren der Welt hat, denn sie kommen von QVC. Ja, alles klar. MQVC. Ich liebe MQVC. Jeder tut das. Judy, der kommt dann wieder raus und geht auf euch zu. Und stellt erstmal das Zeug auf den Boden und dann lehnt er sich gegen seinen Wagen. So, genau. Also, es geht um eine Angelegenheit, bei der ihr Name gefallen ist. Und zwar geht es da um ein paar Kids, die irgendwie mit einem anderen Typen zu tun hatten und irgendwelche Autounfälle oder sowas. Jojo? Mhm. Da denke ich nicht, dass wir da einen gemeinsamen Nenner finden. Da werden wir einfach nicht drüber reden, denke ich. Also da bin ich nicht bereit. Da müssen wir auch nicht zwingendermaßen drüber reden, aber es kann sein, dass der Typ, der da mit dem Boot hängt, ziemlich Scheiße gebaut hat und das ist eine Scheiße, die mich durchaus was angeht und deswegen bin ich interessiert an dem Typen. Das tut mir leid, ich denke nicht, dass ich da helfen werde. Das ist schade. Na gut, dann nicht. Gut, dann trotzdem danke. Na klar. Wie könnten wir sie denn dazu bringen, dass sie eventuell doch ein bisschen helfen? Oder können sie uns trotzdem irgendwas über ihn sagen? Nur so vielleicht. Ich meine, mit euch zu reden war erstmal ein Akt des guten Willens wegen Proto. So. Der Rest, genau. Und auch den kannte ich nicht super gut. Also seid ihr jetzt immer noch zwei Wildfremde, die mich auf dem Parkplatz hier anquatschen. Also denke ich, da fehlt einfach eine ganze Menge Basis. Ja. Die können wir ja schaffen. Eine Basis muss aus solidem Stein gemauert sein und ich denke, ihr habt jetzt nicht viel mehr dabei als Lehmbrocken. So. Geht so. Und ja, als Schmiermittel wird man dann immer Geld bieten und so, aber das ist doch kein... Jojo zeigt ihm mal das Tattoo, zumindest vielleicht, wenn er da geht er, aber... Das schindet schon mehr Eindruck, aber da wir hier in Donskoy sind, ist das schon ziemlich weit weg. Na gut, wenn ich da nicht. Moment. Diskutiert jetzt nicht lange. Die hat Proto ein Versprechen gegeben und das ist auch okay. Er sagt ja, Moment, dann drehe ich mich auf jeden Fall um und würde Jojo sogar Anstalten machen, sogar Jojo sogar aufzuhalten. Sie geht nicht weg. Gut. In Joschneue hatte sie noch keinen Stress mit Florina, ne? Mhm. Ich könnte euch schon was dazu sagen, aber dann bräuchte ich quasi... wie entscheidungskräftig bist du jetzt hier? Jojo? Verhältnismäßig. Verhältnismäßig. Okay, ich will einen Platz neu am Turf, wo man ein bisschen hinter meinem Geschäft guckt. 5% meiner Einnahmen. Wie viel nehmen die sonst? Mehr. Aber es sind ja auch häufig Leute, die unter Umständen weniger einträgliche Geschäfte haben, je nachdem, wie gut es bei ihm läuft. Außerdem ist der hilfreich, ne? Genau, wenn du von einem Staffer-Shack-Besitzer oder Ladenhüter einfach weniger Geld nimmst, kommt das daher, weil den jeder ersetzen kann. Hm. Sie guckt ihn an. Wenn du uns zwischendurch bei einigen Angelegenheiten behilflich bist, ja. Je nachdem, was das für Angelegenheiten sind, werde ich trotzdem bezahlt werden müssen. Das ist klar. In der Nähe meines Geschäfts und Wohnumfeldes keine Katzen. Also, wir können dir durchaus Unterstützung gewährleisten, wenn du Probleme kriegst, aber wir sind keine Kammerjäger. Ich denke, manche Positionen, da kann ich mir rausnehmen zu sagen, wenn dort jemand hinzieht, der sich so eine Katze kaufen will, darf er das nicht. Ich würde mich auch selbst drum kümmern. Kriegen wir schon hin. Aber schon meine Großeltern haben gesagt, Katzen, lass sie nicht in die Nähe von Babys, die saugen ihnen die Seele aus. Deswegen bin ich Hundefreund. Hunde, gute Tiere. Kriegen wir alles hin. Na gut. Okay. Bis wann? Also wann willst du rüber? So schnell wie möglich. Alles klar, dann arrangiere ich das für dich. Gut. Der Typ, nach dem ihr vermutlich sucht, nennt sich Kruschin. Kruschin, Ork, ungefähr. Ende 30. Rote Haare, nicht gefärbt. Sommersprossen. Irische Urgroßeltern oder sowas. In einer Zeit, wo mein Geschäft ziemlich bröckelte, meinte er. Menschenhandel. Kinder, Straßenkinder. Soll ich ihm zuführen? Habe ich gemacht. Und er hat sich ausgegeben als Mitglied Vori von Florina. So. Bis sich rausgestellt hat. Ist auch nicht. So, ich habe meine Klappe gehalten. Macht mir Ärger, das irgendwann zu sagen. Sollte die sich drum kümmern, wenn sie es rausfindet. Und hab gesagt, verpiss dich. Okay? Ja, ist klar. Er hat die dann, soweit ich weiß, irgendwo verteilt. Keine Ahnung, was er noch gemacht hat. Sind nicht für einen Strich. Die sind, glaube ich, eher Botengänger und sowas. Er hat eine etwas größere Niederlassung in Donskoy. in so einem Lagerhaus. Weiß nicht genau, was er macht. Okay. Ich glaube, der ist auch in anderen Stadtteilen aktiv, aber ich glaube, es ist nur noch Bergo oder so. Hm. Alles klar. Bratjevo ist es, nicht Bergo. Hm. Okay. Ich habe noch eine alte Nummer von ihm, aber ich glaube, die ist schon längst nicht mehr aktiv. Hm. Klingt gut. Wäre nett, wenn du uns die trotzdem geben könntest. Na, warte, Adresse, Nummer, Bild habe ich nicht. Da. Alles klar. Dann mussten wir noch deine Nummer geben und vielleicht ein paar Sachen, was du da brauchst, genau. Platzmäßig und so. Da treffen wir uns nochmal und ich höre deine Nummer. Danke. Sie gibt ihm auch ihre? Alles klar. Wenn wir uns dann das nächste Mal zusammensetzen wegen sowas, weiteren Absprachen, würde ich noch Proto und sein Team dazusetzen, einfach als Absicherung. Du kannst den Oropax oder sowas in die Ohren machen, aber einfach, dass das... Klar, wenn du das willst, kein Ding. Ja. Und ihr werdet euch dann dort besser auskennen, werdet euch uns sicherlich dort dann oben hier schnell treffen. Beim Treffen keine Katzen. Keine Katzen, gut. Alles klar. Dann mach's gut, Sil. Bis dann. Jojo, Frischling. Sil? Ja, dann packt er sein Zeug in ein Auto. Und dann, wenn er einsteigt, hat er schon immer so die Hand ein bisschen am Mantel und dann fährt er los. Mhm. Niemand mag Katzen. Dann können wir mal anfangen, Kruschin zu suchen, oder ich kann mal gucken, ob ich irgendwie meine Leute hier noch die den kennen. Mhm. Und dann informiere ich mal meinen Bruder über unseren neuen Mieter. Richtig. Ich denke mal, wir drei werden dann Umzug gestalten, oder? Das gucken wir dann. Okay. Ich sehe mich schon als Kammerjäger, um Katzen zu jagen. Yay. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Bei Hunden ist es einfacher. Denen kann man einfach einen Giftköder hinlegen, aber Katzen, die musst du bespaßen. Die fressen nichts, was sich bewegt. Bist du dir da sicher? Bei den meisten Katzen ist das so, ja. Das sind keine Aasfresser. Außer natürlich bei Katzenfutter. Ja, außer bei Katzenfutter. Oder bei Dingen, die sie vom Teller lecken. Oder sonst bei echt vielen Sachen. Aber Giftköder nehmen die nicht so häufig. Das ist richtig, aber es gibt ja ich glaube in Shadowrun gibt es weniger viele Wildkatzen in zweiter Generation oder so, weil die werden ja so gezüchtet, dass sie auf der Straße nicht überleben, sondern nur so ein paar entlaufene, viel weniger als Hunde, die nicht so lange auf den Straßen überleben. Das sind halt Haustiere, die wirklich außerhalb der Wohnung jetzt nicht sonderlich viel können. Der Jagdinstinkt wird auch ein bisschen, der wird noch da sein, aber der wird nicht mehr so oft von Erfolg gekrönt sein, schon weil Teufelsratten einfach so groß sind wie die. Sehr gut. Na dann. Ofi! Wen können wir denn ansprechen, wer den Typen denn kennt da? Ich kenne da noch ein paar Leute. Okay, raus. Jo, ich gehe mal kurz telefonieren. Ja, und die geht so ein paar Schritte weg auf den Parkplatz, sucht ein paar Nummern raus, dann streckt sie die Hand ein bisschen komisch zur Seite und dann fällt sie hin. Wie, die fällt hin? Na, ihr Körper nähert sich schnell der Erde, kollidiert und bleibt liegen. Ich bin mit vier großen Schritten bei ihr. Sie wurde in dieser Zeit schon 5-mal vergewaltigt. Ja, du bist da. Na gut, das ist ja ihr Problem, nicht meins, ne? Ja. Wenn sie einen kurzen Rock trägt, dann ist das halt so. Ja, echt mal. Deswegen macht man das nämlich nicht. Ja, die ist bewusstlos. Ach, die ist bewusstlos. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Puls, was sagt der? Also ich meine, wenn du ein bisschen suchst, findest du den auch. Okay, sie kommt ins Auto, erste Hilfe kommt dran. Sehr gut. Der Professor wird angerufen. Okay, also wenn Jojo mich den ganzen Tag nervt, ja gut. Jojo ist bewusstlos. Schnauze, piep. Ich schreibe ihm eine Textnachricht, Jojo, bewusstlos. Ja, ruf an. Er hat jetzt seinen Kommunik ausgemacht. Okay, ich rufe Jojos Bruder an. Ja, der ist aber gerade mit seinem Vater in Schoffreno und die haben da wohl etwas größeres Ding zu machen. Ich rufe den nächstbesten aus der Gang an. Na, warte mal. Und kontrolliere das Kommunik, was die sagen. Na, warte mal, da geht es aber keiner ran. Ich habe jetzt das mit der Gang passt mir gerade nicht. Warte mal, der dickste Spielleiterkeule der Welt ist, was brauche ich eine Begründung? Ich mache halt, was ich will. Okay, gut. Ich mache trotzdem jetzt erstmal Erste Hilfe. Ja gut, machst Erste Hilfe. Herzfrequenz ist ein bisschen lahmer und dort Blutdruck ist ein bisschen geringer. Das scheint so ein typisches, undefiniertes Kreislaufproblem zu sein. Denn ein Medikit und dein Vitalmonitor findet erstmal keine Akutsachen, keinen Blutverlust, keine Toxine, keine Pathogene. Gut. Du wirst schon, dass du in Donskoy bist und wer da riecht in Nähe ist. Mein Arzt. Ja. Oder Olga, also ich dachte jetzt an Olga, aber stimmt, dein Arzt auch. Ja. Mit Olga habe ich nicht so viel zu tun. Ja, ich hatte es nur vergessen, weil vorhin sie von Olga sprach und außerdem Olga ist immer so ein bisschen das Problem, dass sie dich irgendwann doch kriegt und das muss man ja vermeiden. Dann rufe ich meinen Arzt an und frage, ob er Zeit hat. Ja, genau, komm ich wäre auf dem Weg zu ihm. Ja, dann bring mit den Lachs. Was hast du dir denn eingefangen? Eine bewusstlose Jojo. Hier sind die... nein, die Vitaldaten kriegst du nicht. Jetzt jedenfalls nicht. Nicht über die Matrix. Wenn die nicht offen ist, brauche ich die auch nicht. Nee, also... Die ist auf jeden Fall bewusstlos. Ich weiß nicht, was sie hat. Okay, na dann beeil dich doch einfach. Juhu. Aber nicht bei Rot über der Ampel fahren. Nee. Ich fahre sie gemächlich zu ihm. Gut. Naja, gut. Der guckte sich dann an. Die ist ja wirklich bewusstlos. Dann bring mal. Wir lassen sie mal. Ich hab gerade jemanden hinten. So, erste Frage. Sind noch mehr von ihrer Sorte auf dem Weg hierher? Keine Ahnung, ich erreiche da niemanden. Gott sei's gepriesen! Wenn ich da jemanden erreiche, dann heißt das aber Tacheles. Scheiße. Warte, dann müssen wir das ja auch schnell beenden. Setz dich mal rüber, hol dir erstmal einen Kaffee. Mhm. 5 Minuten später. So. Na, die wird bald aufwachen. Mhm. Und du kannst dir schon mal überlegen, wie du das jetzt ihren Leuten erklärst. Wieso? Na, ich weiß nicht, ob du schon so akzeptiert bist, aber wenn die jetzt dein Kind austrägt, ob ich das, wie der sagt, eine Augenbraue geht hoch. Dafür, die Erklärung könnte auch rausgehen, würde ich vorschlagen. Da muss es nicht hier passieren. Ja, ich habe damit nichts zu tun. Dann bist du ja fein raus, Anna. Eben. Du vergisst das auf jeden Fall sofort. Was ja gut, dann sagst du ihr das noch viel besser, ja, dann machst du ihr das klar, dann gehe ich jetzt hinter zu meinem anderen Patienten, der ist auch viel wichtiger, der ist nicht gut, bloß was schwanger, was muss ich beachten, was kriegt die, ist sie irgendwie, schwangere Frauen kippen nicht einfach um. Das ist richtig, aber es kann schon mal vorkommen, gerade bei Leuten, die ein bisschen im Kreislauf weniger gestärkt sind, die ist ja auch schon ein bisschen weiter, ne? Bisschen weiter, so. 11. Woche oder 10. Warte, habe ich jetzt nicht, müsste ich jetzt auch nochmal recherchieren, das weiß sie bestimmt doch besser als ich. So. Pass auf. Die ist so eine kleine Dünne, da kann der Kreislauf durchaus mal ausrasten. Vermutlich wird die auch immer schön gereiert haben. Und so weiter. So. Die hat ja eigentlich, soweit ich das mitbekommen habe, ein direktes Vaginalimplantat. Wo ich auch eigentlich immer dachte, da wäre Verhütung meistens mit drin. Das heißt, vermutlich wollte die schwanger werden, weil sie es deaktiviert hat. Also weißt du ja schon Bescheid. Da muss ich auch keine Sorgen machen, aber du hast ja schon gesagt, dass du ihr das trotzdem verklickt hast. Alles cool. Die soll dann einfach zu einem Arzt gehen, den sie aufsuchen würde. Weißt du, soll ich mit der quatschen? Das will die bestimmt sowieso nicht. Die kennt da bestimmt niemand. Ansonsten würde ich das auch machen. Aber ich denke, die trifft eine andere Wahl. Und du? Du musst erstmal ja nicht beachten, die hat einfach Kreislaufprobleme, der geht's in einer halben Stunde besser. Dann trinkt die noch einen Schluck, weil sie dann bestimmt ein bisschen Pappmaul hat. Und dann geht die zu einem Arzt. Das wäre wohl besser. Ja, so Aufklärung und so weiter. Was passiert mit meinem Körper? Gibt's schöne Kinderbücher. Ich weiß nicht warum, weil Kinder meistens nicht schwanger werden, aber das ist okay. Ja, ich glaube, das ist für die Geschwister. Das ergibt Sinn. Juti. So, ich gehe jetzt dahinter. Viel Spaß. Jo, wenn die hier gleich auszückt, kennst du ja meine Rechnung. Wirst du das Eindämmungsfeld bilden? Mhm. Gut. Wenn du irgendwas brauchst, bin ich dann hinten. Aber es wurde angeklopft. Jo, klar. Gut. Ich setze mich neben ihr Bett. Und warte. Jojo, alles ist komisch. Über dir ist eine helle Neonlampe. Wiederholung, du bist in einem dir nicht bekannten Raum. Abbruch, die letzte Zeit ist weg. Abbruch. Alarmstufe Pink. Ja. Ach so, piepsende Geräte, noch mehr Abbruch. Infusion, Abbruch. Instinkt hoch und es fritzelt ein bisschen. Ja, ich ganz ruhig. Es passiert aber gerade nichts. Ich bin bei dir. Alles ist gut. Sie blickt sich um. Du bist umgekippt. Was? Du hast einen kleinen Schwächeanfall gehabt. Und bist umgekippt. Euch beiden geht's aber gut. Was? Hast du einen Stein gegen den Kopf gekriegt oder ist dir wieder ein Kind in die Eier gerannt? Nein, wieso? Keine Ahnung, weil du komische Scheiße laberst. Was wollte ich vorhin machen? Telefonieren, du wolltest oder? Telefonieren, genau. Du solltest allerdings mal mit deiner Frauenärztin sprechen. Hä? Du bist schwanger, Mädchen. Ja, ganz bestimmt, du Arschloch. Das ist ja jetzt nicht der Zeitpunkt für Witze. 11. Woche oder so. Deswegen kotzt du in letzter Zeit, deswegen hast du in letzter Zeit Stimmungsschwankungen und deswegen doch keine bist Stimmungsschwankungen, bist du scheiße oder was? Was meinst du mit Stimmungsschwankungen? Entschuldigung. Ich kann dir die Befunde auch gerne geben. Allerdings, ich habe keine Ahnung davon. Aber deine Reaktion nehme ich einfach mal, dass du das nicht wolltest. Du vergisst das am besten wieder, und zwar jetzt sofort. Das ist nie passiert, du warst nie hier und dieses Gespräch hier hat nie stattgefunden. Sind wir uns da einig? Sind wir uns da einig? Du weißt schon, dass das spätestens in 1-2 Monaten auffällt? Das werde ich dann in 1-2 Monaten sehen. Das wird man wahrscheinlich auch schon viel eher sehen. Wer sagt dir, ob dieses Kind nicht bald den Gully runtergespült wird? Also halt deine Scheißfresse! Das Gespräch hier hat nie stattgefunden. Ich war nie hier. Sind wir uns da einig? Ansonsten sorge ich dafür, dass dein Schwanz genauso den Gully runtergespült wird. Gut, du brauchst wahrscheinlich aber dann eine gute Erklärung, warum ich den Prof angeschrien habe übers Telefon. Dass du bewusstlos wärst. Kein Problem. Und mein Doc würde gerne gleich nochmal mit dir reden. Weil er hörte anscheinend, dass du etwas ungehalten bist. Wenn dein Implantat also... Sprech das mit dem Doc ab. Was soll ich mit deinem scheiß Doc jetzt noch quatschen? Er hat mir eine Nachricht geschickt. Er hat dich schreien hören. Dinge, die ihr unter 4 Augen besprecht. Ich bin da raus. Schön, dass es dir wieder besser geht. Lass mich jetzt in Ruhe. Mhm. Ich gehe da mal raus und guck den Doc an, so, du darfst. Der hat erstmal einen Tee gekocht. Das macht man ja dann, das ist ja mal gut. Dann kommt er mit einem Tee zu Jojo. Hallo. Es geht nur darum, so, mit dem Implantat, was du hast, wird man ja nicht schwanger. Außer man stellt das aus. So, wenn du das gemacht hast, dann... Ich hab gar nichts ausgestellt. Siehste, dann müsstest du nochmal folgendes Präparat... Hier, bitte. Bei dem Hersteller, ich habe vergessen, welches war. Nochmal kaufen und das einnehmen. Das ist nur quasi ein Enzym, was... Oder eher ein Hormon, was dann quasi die... Was deinen Schwangerschaftsverhinderungsproduktionsdings ausstellt. Weil das sollte jetzt so erstmal nicht weiterlaufen. Egal, welche Entscheidung du irgendwie triffst, das sollte erstmal ausgeschalten werden. Und das nimmst du einfach, also da gehst du hin, sagst, ich will das haben, wenn du es legal gekauft hast. Wenn nicht, sagst du, hier hast du nochmal 100 Nuyen mehr, dann nimmst du das und dann wird das aus. Dann geht das aus. Und das solltest du halt relativ zeitnah machen. Ansonsten wirst du ja sicherlich zu einem anderen Arzt gehen und ich ist ja auch okay, aber das wäre jetzt nochmal wichtig. Was kriegst du von mir? Ach du, unter Bekannten, Kabans Freunde sind ja auch meine Freunde. Da ist er, trink deinen Tee oder wenn du jetzt sofort los willst, würde ich noch schnell die Infusion rausziehen. Das war auch nur Kochsalz und so. Na, dann machen wir das jetzt. Gut, so, Sekunde. Zerrt das raus, klebt ja ein Pflaster drauf, mehr schlechter als recht. Besten Dank. Beehr mich bald wieder. Ehrlich gesagt, nimm's mir nicht übel, aber ich will dich so bald nicht wiedersehen und du mich wahrscheinlich auch nicht. Das würde ich ja so nicht sagen, aber ich verstehe dich natürlich. Sie geht raus. Das dachte ich mir schon. Du spürst, wenn du die Tür schließt, eine Welle Magie gleich der Erleichterung. Sie holt ihr Comlink raus und wenn sie dann da raus sind, ruft sie 1, 2 Leute an, damit sie den Typen findet. Juti. Ja, bei den ersten beiden klappt das jetzt noch nicht, aber du kriegst dann erstmal einen Anruf von oder so. Was gibt's? Kaban hat irgendwie mir 4 Nachrichten geschickt, dass irgendwas mit dir ist. Und ich habe es mal jetzt bei dir probiert und bei dir ist alles klar. Ja. Braucht ihr irgendwas? Nee. Kaban hat echt vielen Leuten eine Nachricht geschickt. Ich schreibe mal rum, dass er ein kleiner, dreckiger Lappen ist. Willst du für ihn irgendwas machen oder machen wir das? Ihr müsst nichts für den machen. Der hat nur ein bisschen überreagiert. Alles gut. Na gut. Alles klar. Dann bis später. Jo. Oh, heute ist noch die Doku, wie diese Magieausstellung hergekommen ist und dieser übelster Shit sein. Ja. Ich sag das nur. Ja. Ich habe noch was zu tun, bis dann. Bis später. Piep. Wen rufst du denn an? Bei wem erkundigst du dich denn? Bei 1, 2 Leute kann ich halt auch anrufen. Die helfen mir meistens noch nicht weiter. Das ist absolut richtig. Aber... Habt ihr euch eigentlich Sil und den Kalifen eingetragen, als möglich könnte ich mal anrufen, was sind das für hässliche Wichser? Ja, sofort. Habt ihr bei Kalif auch in Klammern Pomelo Verschlüsselungstante aufgeschrieben? Noch nicht. Ach, so ist das. Okay. So. Ich stehe da mit laufendem Motor. Quasi und so. Die könnten zumindest eine Ahnung haben. War der Chef von denen das Walross? Oder? Nee, der Gorilla. Okay. Der Gorilla. Der hätte echt von mir sein können. Ich weiß. Ist er aber nicht. So. Wie war der? Hatte der irgendwas? Inwiefern hatte der irgendwas? Na, du hast ihn ja gebaut. Hat der irgendwas an Persönlichkeit gehabt, was ich irgendwie beachten muss? Nö. Nichts, was du beachten müsstest. Sehr gut. Jo. Hi, Jojo hier. Was kann ich für dich tun? So in Donskoy rennt so ein Typ rum, wie hieß er? Kruschin oder so. Hast du schon mal was von dem gehört? Bin ich jetzt nicht sicher, würde ich aber nochmal nachgucken. Das wäre hervorragend, wenn du das tätest. Gibt da noch irgendwas genaueres, dass ich da mal irgendwie gucken kann, weil so, ich meine, ich kann mal kicken, aber fällt mir jetzt so gar nichts ein. Oh Gott, was hatte Sil gesagt? Der hatte mit... Rote Haare, Ork. Nee, genau. Das ist ein Ork, der hat irgendwie rote Haare, Sommersprossen, irgendwie, der hat wohl irgendwie ein größeres Lagerhaus in Donskoy. Was der genau macht, weiß ich nicht. Es kann aber sein, dass der irgendwas mit Drogen zu tun hat. Der holt sich irgendwie ab und an mal Straßenkinder, Menschenhandel ist da auch mal gefallen. Aber ich glaube, der packt die Kids irgendwie, nutzt die Kids selber als, Kuriere oder sowas. Das ist ja voll die Kacksau. Da würde ich dir aber gleich sagen, also da sehe ich mich gar nicht so. Da würde ich dich ja, wenn du den kennst, eigentlich lieber direkt an Dingens hier schicken. Alter, das ist halt echt lange her. Wir haben echt so viele NSC auch. Warte. Da würde ich dich eher bei Damian sehen, weil Depp ist doch so ein Typ, der bringt ja auch mal einfach die Menschen zusammen und so. Hätte sein können, dass du schon mal mit dem zu tun hattest oder dass ihr euch gegenseitig schon mal auf den Füßen gestanden habt. Boah, nee, du, keine Ahnung. Ja, okay. Aber wenn was mit Menschenhandel ist, da sehe ich dich ja eher bei Damian. Alles klar. Dann, danke. Hausterin. Jo, mach's gut. Keule. Dann ruft sie nochmal Damian an. Damian. Das ist dieser Freizeichenton, den du dann bei ihm hörst, oder so. Mhm. Nee, warte. Jojo, das ist eine besondere Freude, die sich ja tatsächlich nicht mehr so häufig irgendwie einstellt. Ich würde dich bitten. Ich war so überrascht, dass ich sofort reingegangen bin. War aber eigentlich ein Fehler. Ich hätte direkt schreiben sollen. Ich bin gerade noch dabei, ein paar letzte Worte zu sagen. Und das hat nichts mit Mord zu tun. Nein, ich verabschiede jemanden. Und würde dich direkt zurückrufen. Ich will nur nicht vergessen, was gerade noch anstand. Ist das okay? In 10 Minuten. Ist überhaupt kein Problem. Ich kann auch gerne vorbeikommen, wenn du mir sagst, wo. Das ginge natürlich auch. Das können wir gern einrichten. Ich würde dich dann einfach sehen. Kommt Kaban auch mit? Ist der überhaupt noch da? Na, du siehst, ja, dass das Auto in 10 Meter Entfernung noch läuft. Das Auto hat sogar den Stehmotor und die Beifahrertür ist offen. Gut, nur damit ich weiß. Einfach wieder in die Tierhandlung. Das wäre doch eigentlich ganz nett. In Ordnung. Spezielle Garderobe ist aber diesmal nicht notwendig, ja? Wenn ihr bereit wärt, euch umzuziehen, würde mich das sehr freuen, aber ich hätte dort Sachen da, die ihr dann anziehen könntet. Na, dann zischen wir nochmal eben ab und holen was, kein Problem. Das geht auch, wenn ihr es erst später schafft, in einer Stunde. Ich bin dort vermutlich den ganzen Abend. Alles klar, dann bis dann. Dann freue ich mich doch. Bis gleich, jetzt habe ich schon wieder fast vergessen. Bis gleich. Sie legt auf. Steigt zu Carmen ins Auto. Wir ziehen uns jetzt um und fahren ins Spielcasino. Yay! Mit Damian quatschen. Mhm. Aber wir müssten im Lager haben wir, glaube ich, noch die Sachen, ne? Ja. Mhm. Und mein Anzug liegt jedenfalls da. Ja. Voll ärgerlich. Ich wollte jetzt irgendwie so einen Fashion-Spruch ablassen von den Gängern, dass er euch hübsch macht und so, und ob Kaban sich auch die Augenbrauen gezupft hat. Jetzt geht das einfach nicht. Uncool. Tja, schade. Es wird wahrscheinlich eine Art des Schweigens. Ja. Sehr schön. Kaban fühlt sich dabei nicht wohl. Das merkst du ihm an. Dem liegt was auf der Zunge. Der kann das nicht aussprechen. Das ist eine echt lange Autofahrt. So viele Ampeln. Oh. Er macht sogar zwei, also einmal das Radio an, dann macht das leise, dann macht das wieder laut und ne, sowas halt. Geil. Oh, ich liebe das. Oh, Baustelle. Nochmal 5 Minuten länger fahren. Ach, das ja. Nachrichten sind ja interessant. Evo muss ein Produkt zurücknehmen. Hier so ein Abstillmedikament, was du gestern noch gekauft hast. Ich wechsle den Sender. Ja. Sender wechseln. Weißt du, wer jetzt auch im Radio ist? Dr. Barisch. Ja, wechseln. Neuestes Verhütungsmittel. Senderwechsel. Aber wirklich direkt immer so nur Musik oder sowas. Irgendwie la. Dieser Song wird Ihnen präsentiert vom Polyclub gegen Schwangerschaftsabbrüche pro Life. Es ist jetzt übertrieben, aber ich meine, ihr fahrt ja eine ganze Weile. Ich liebe unseren Spielleiter. Aha. Also jetzt ja noch eine andere Werbung, die geht ba 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 baby ba. Es ist halt auch, das kennt man ja. Wenn man irgendein Thema vermeiden will, dann kommt es ständig überall irgendwelche Anreize zu diesem Thema. Aber was denkst du denn? Ihr steigt dann aus, geht in das kleine Haus, wo dann halt euer Scheiß liegt. Da kommt oben die Orkmutti mit ihren 2 Kindern und fatscht dem innen erstmal in, dass er die Treppe halb runterfliegt. Easy. Ah, dann zieht ihr euch um. Jojo zuckt nicht mal mit den Augen. Natürlich nicht. Sie darf sie auch nicht umbringen. Also ich meine jetzt das fremde Kind, nicht das eigene. Doch, das darf sie ja wohl umbringen. Jo, einfach mal fremde Kinder irgendwo in einem fremden Turf abschlagen. Nein, nicht das Fremde, das eigene. Und das habe ich doch gesagt. Achso. So. Ja, dann zieht euch um, dann fahrt ihr weiter und dann kommt ihr dort an. Easy. Achso, und dann... Das dauert ungefähr eine Stunde wahrscheinlich. Alles in allem, es ist schon ein Stück Rush Hour, du weißt ja, wie es ist. Eine Stunde lang einfach... Nee, wirklich nur eine Stunde lang nebeneinander sitzen und nichts sagen. Wahnsinn. Das Beste wäre, wenn Kaban zwischendurch dann einfach noch diesen Satz, den dann die Leute immer bei unangenehmem Schweigen sagen, nimmt. Man merkt ja, dass man jemanden ganz Besonderes erfunden hat, wenn man einfach mal zusammen die Fresse halten kann. Nee, das würde er selber nicht tun. Der Witz ist ja, dass der Satz halt wahr ist, aber wenn man ihn ausspricht, dass schon wieder nicht die Situation dafür ist. Ja, richtig. Aber gut, ihr kommt dann an bei Damian. Damian ist ja ein herausragender Gastgeber. Das heißt, ihr kommt da in so ein kleines, in das Räumchen vom letzten Mal. Dann schiebt er erstmal persönlich natürlich die Minibar rein und bespricht und empfiehlt ein paar der alkoholischen Spezialitäten, die es gerade im Hause gibt. Ja, wir müssen noch arbeiten. Wir können keinen Alkohol trinken heute. Leider. Natürlich kann ich was anderes anbieten. Ich habe wirklich... Die Bar ist gefüllt. Und ich kann einfach nicht sehen, wenn jemand auf dem Trockenen sitzt. Das bereitet mir physische Schmerzen. Eine Cola, danke. Sehr gern. Ich werde es nicht als Beleidigung auffassen, aber ein Zitronenscheibchen wirst du mir gestatten. Selbstverständlich. Das freut mich wirklich so. Jojo. Was kann ich denn abluchsen, was du nicht als Beleidigung auffasst? Alles, solange ich eine Zitronenscheibe hinzufügen darf. Und was hat denn der da alles? Hat einfach fucking alles. Ansonsten sagt sie jetzt den Namen irgendeines alkoholfreien Cocktails oder so. Ja, siehst du, dann macht er dir schnell ein Short Island Eistee, irgendwas halt. Ja. Eistee ist halt eigentlich echt eine gute Sache. Gut, na dann kriegt er die Getränke, da wird natürlich auch was Alkoholfreies nehmen, weil das man einfach nicht anders macht. Und dann setzt er sich, überschlägt die Beine, lehnt sich zurück und guckt euch erwartungsvoll, geradezu freudvoll an. Vielen Dank erstmal. Es geht um eine Person in Donskoy, die wir suchen, und zwar um einen gewissen Kruschin, falls dir der Name was sagt. Oh, das war's schon. Ich bin in letzter Zeit immer gewöhnt, dass die Leute so viel reden und ich so viel zuhören muss. Und was, wie du dir sicher vorstellen kannst, für mich eine Qual ist, weil ich der bin, der diese Leute in die Situation bringt. Ein gewisser Kruschin. Gut. Der sich auch in Donskoy aufhält und hier auch in irgendeiner Form tätig ist. Richtig. Der hat hier sogar irgendwie irgendein Lagerhaus oder sowas. Ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und vermuten, dass es ein Gebäude ist, das zu einem Lagerhaus umfunktioniert wird. Also sehr wenige Leute haben hier tatsächliche Lagerhäuser, deswegen ist es schwer, sowas immer aufzuspüren, weil das alles getarnt sein kann. Gut. In welchem Sektor bewegt der Mann sich da? Der Sektor, in dem er sich in Dinge eingemischt hat, in die er sich besser nicht hätte einmischen sollen. Da war es eher der Drogensektor. Ich vermute auch, dass das sein Geschäftsfeld sein wird. Der neigt aber dazu, sich auch mal Straßenkids zu schnappen und die als Lieferanten zu benutzen. Setzt den dafür irgendwie Personafix ein und so ein Scheiß. Und ich war schon drauf und dran, in blumigen Worten auszudrücken, dass das wirklich Dinge sind, die einfach jeder macht. Jetzt sind wir natürlich bei einem Personafix. Und ich dachte eigentlich, dass es nach der großen Ära der 50er nicht nur unmodern, sondern auch als gescheitertes Projekt abgetan wäre. Personafix. Gut, Das ist gut. Habt ihr zufällig eine Probe der Drogen? Die schaut Kaban an, du hattest doch noch die Aufzeichnung von dem Medikit, oder? Ach so, nee, Moment, von den Drogen, nee. Von den Drogen haben wir das nicht von dem Kalifen OT mal? Nee, wussten wir nicht. Wir haben nur, dass er vielleicht irgendwas vertickt wird. Nee, haben wir nicht. Was der aber wohl macht, ist, dass er den Kids irgendwie kleine Behälter implantiert mit irgendeiner Kampfdroge. Mit der da wohl auch zu tun hat. Die Daten von der haben wir. Gut. Wenn dir das weiterhilft. Das ist mit Kampfdrogen so eine Sache. Dann gerät man vermutlich eher an den Typen, der ihm die verkauft hat. Und das sind meistens die Typen, an die wir uns alle ungern wenden. Und mit denen auch wirklich Verhandlungen kein Genuss sind. Wenden wir uns also erstens jetzt den Implantaten zu. Kinder und Datenbuchsen sind ja etwas, was sich überhaupt nicht verträgt. Was wissen wir denn über die Datenbuchsen? Die sind von Jetkin. Sogar der Shop, wo die gekauft wurden, sind bekannt. Das wäre eine Adresse, die mich durchaus interessieren würde. Sie gibt ihm die Adresse. Vielen Dank. Sind vermutlich nicht da eingebaut worden, wissen wir aber nicht. Und dann hatten die noch zumindest 2 von denen irgendwie Implantate im Mund. Es waren irgendwelche Zahnimplantate oder sowas. So Zahnbehälter. Die haben da einfach nur draufgebissen, damit die Dinger kaputt gehen. Und dann ging der Spaß erst richtig los, weil dann die Kampfdroge direkt in ihrem System war. Ich werte das nicht als aktiven Versuch eurerseits, mir direkt suggerieren zu wollen, dass ich ein freies Gewissen hätte, wenn es jetzt dazu käme, dass dieser junge Herr das zeitlich ersegnet. Ich gehe ganz stark davon aus, dass er nicht in meinem Turf operiert. Und dennoch möchte ich mich bei den anderen ungern einmischen. Und wenn ich euch natürlich jetzt dorthin schicke, euch einen Ordner, dann würde ich mich einmischen. Aber wenn er nun mal in Niemandsland wäre, was ja gut sein könnte, oder wenn er unter Gangbossen oder Gangstern operiert, die man so nicht beachtet, die kein Problem darstellen, dann hatte er ganz offensichtlich ein logistisches System und eine gewisse Basis, um Drogen in einem guten Maßstab und einem schönen Nebenverdienst vertreiben zu können. Und ich weiß nicht genau, was ihr mit dem Herrn vorhabt. Du hast gesagt, er hat sich in Dinge eingemischt, die ihn nichts angehen. Naja, er hat sich nicht zwingend daran gehalten, dass er vielleicht irgendwelche Verkäufe mal absprechen sollte, wenn er schon in fremden Gebieten seine Geschäfte betreibt. Ich wäre ja jemand, der sehr gern dazu bereit wäre, mit sehr vielen Leuten sehr viele Dinge abzusprechen. Wenn es also Herr Khrushchev oder Herr Typ, Namen, na gut. Wenn dieser Kruschin. Junge Kruschin, wenn der Kruschin jetzt also wenn er enteignet würde, eine lange Tradition, die wir sicherlich eigentlich viel öfter wieder anwenden sollten. Wenn also eine Enteignung stattfände und ich seine Operationsbasis direkt bekäme, was würden wir denn darüber denken? Natürlich hätte ich nichts zu suchen in Jofrino oder Jushnaya. Nein, aber da seine Hauptbasis sich hier in Donskoy befindet. Das war mein Gedankengang. Und es sicherlich besser ist, wenn das Gebiet in der Hand von jemandem ist, mit dem man sich gut versteht, würde zumindest mir das jetzt zu Pass kommen. Gut. Ich denke, ihr werdet auf jeden Fall, natürlich, wenn ich euch jemanden heraussuchen kann, erstmal sicher gehen, dass ihr niemanden untersteht, mit dem wir uns alle nicht anlegen wollen. Das mit Sicherheit, ja. Natürlich. Und je nachdem, wie eure Informationslage dann ist, können wir sicherlich nochmal miteinander reden. Und wenn ihr jetzt so ein Geschäft irgendwie ausheben würdet, werdet ihr natürlich entschädigt. Jojo nickt. Es freut mich so sehr, mit euch Geschäfte zu machen. Jedes Mal. Es ist fast ein kleiner Wehmutstropfen, dass unsere Geschäfte sich rein physisch so weit auseinander befinden. Genau. Und man sagt ja immer, die Matrix bringt die Menschen zusammen, aber es geht halt nichts darüber, gemeinsam eine leckere Apfelschorle zu trinken. Gut. Ich denke, ich werde in den nächsten Tagen mit Informationen aufwarten können. Und dann können wir uns entweder nochmal zusammensetzen oder ich gebe euch einfach nur die Daten, hinterlasse sie euch irgendwo und ihr tut dann erstmal, was ihr für richtig haltet. Alles klar. Das klingt nach einem guten Plan. Gut. Ich gehe auch ganz stark davon aus, dass wenn sich herausstellt, dass seine Basis für mich nicht zu gebrauchen ist, dass wir dann nochmal über einen kleinen Betrag, eine kleine Entschädigung reden könnten, aber ich denke, das sollte alles kein Problem sein. Aber selbstverständlich. Schön. Da ich nun aber nicht umhin komme zu sehen und leider auch nicht umhin komme festzustellen, und zwar laut, dass sich hier gewisse Spannungsverhältnisse eingeschlichen haben. Wo? Und zwischen euch beiden möchte ich wirklich ungern irgendwelchen Aufarbeitungsprozessen im Wege stehen. Das ist übrigens kein Rausschmiss. Bleibt, solange ihr möchtet. Dennoch halte ich es für angebracht, wenn ich mich direkt um die Sache kümmere und mich dann vielleicht nochmal den anderen Gästen hier widme. Wenn noch irgendwas ist, sprecht mich an. Ich bin der Herr, der so aussieht wie ich. Alles klar, Damian, vielen Dank. Mach's gut. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Du kannst einfach nicht zu Damian gehen, wenn ich keine Geschichte viel im Kopf habe. Er muss eine Geschichte erzählen und ich habe keine. Gut, muss ich das für nächstes Mal vorbereiten. Ich muss wieder was vorbereiten. Na toll. Ich genieße meine Cola. Ich denke nicht, weil Jojo jetzt vermutlich aufstehen wird und dir mit einem Blick zu verstehen geben wird, du hast das Auto, wir gehen. Wahrscheinlich. Ja. Dann genieße ich meine Cola sehr schnell und dann gehe ich hinterher. Es war auch eigentlich eher nur so ein Hu, solange ich eine Cola im Mund habe, muss ich nie mit dir reden. Ah, ich verstehe, der kurze Genuss. Ja. Wir fahren zurück. Wir fahren zurück. Silence im Auto. Ja. Easy. Ihr kommt an, stellt die Kiste ab, ihr geht rein, euch erwartet das Schreien der Kinder Wladimirs und das Zanken der älteren Kinder Konstantins. Schön. Jojo interessiert das nicht sonderlich. Ja, aber für den anderen jungen Mann ist das bestimmt sehr unangenehm. Nein, ein bisschen. Jojo geht einfach vorbei und geht in ihr Zimmer und macht die Tür zu. Etwas lauter als gewohnt. Aha. Junge, Kaban, was hast du mit der gemacht? Ich gar nicht. Das erklärst du mir, während du Liegestütze machst. Wie viele denn? Vlad meinte vorhin alle. Achso, okay, Anzug ist teuer, ich, zieh mir eben kurz was anderes an. Da hast du recht. Aber, ich muss es sofort machen, wenn du kommst. Jetzt bin ich natürlich in einer Zwickmühle. Furio, hol mal einen Büchel und häng mal die Sachen in sein Zimmer, der macht das hier in Schlüppern und Unterhemd, wenn du ein Unterhemd trägst. Das läuft. Da können die Kleine dort, die guckt sowieso schon deinen Buddy an, da kann sie mal in Aktion sehen. Die Kleine ist wer? Na, irgend so eine von den Frauen, die da rumhängen. Ja, dann kriegst du ihn auf jeden Fall und sich was erhoffen, wenn sie sich ficken lassen. Dann kriegst du auf jeden Fall einen Augenzwinker. Zum Beispiel Liebe. Yay! Die ist doch schon bereit für dich. Gut! Ja, also, dann. Kaban, was ist denn da los? Liegestützen machen Spaß. 1, 2, 3, ja, aber was hast du denn mit dir gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Ja, aber guck mal, du warst jetzt einen Tag mit der weg, hast dich hier deiner Pflichten entzogen, rufst die ganze Meute aus dem Bett oder wo auch immer her. Jetzt kommt die an und knallt die Tür. Das sind wir doch gar nicht gewohnt. Am besten sprichst du sie an. Ja, 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 ja. Ein Prospect sieht nichts, ein Prospect weiß nichts, ein Prospect kennt nichts. Was bist du denn jetzt so? Du könntest dich bei mir lieb Kind machen. Weißt du, was dir das alles einbringen würde? Ja, eine sehr, sehr böse Jojo. Ja, aber guck mal, die ist doch jetzt schon böse. Was willst du denn noch machen? Muss ja auch genau erfahren. Ich bin bei 10, 11, 12. Wir sind doch hier unter uns. Richtig, der Arsch ist aber nicht genug weit unten so. Und Kopf in den Nacken. Willst du dich dazu jetzt echt nicht äußern? Ich grinse ihn an. Anwalt. Frischi, Frischi, Anwalt, Anwalt höre ich hier. Wir kooperieren nicht mit Polizei und wir kooperieren nicht mit Anwälten. Das Verbot ist nicht wahr, aber trotzdem dient es meinem Punkt. Jetzt mach doch mal das Maul auf. Ah. Boah, Alter, da kommt ein Mock hoch. Hast du heute Sperma geschluckt wie Sau? Nein. Da drich aber so. Ja, 30, 40. 30. Das komisch. 31. Ja, ja, 30, 31, 32. Das ist die Orgbildung. 32. Aber... Komm. Was habt ihr denn heute gemacht? Ihr müsstet euch da irgendwie um dieses Ding da mit der Dings kümmern, ne? Aha, genau. Was ist da rausgekommen? Wir haben möglicherweise eine Spur zu einem der Verursacher. Und wo führt die hin? Na, Donskoy. Na, Donskoy. Das heißt, die wird das auch weiterhin machen. Na gut. Und dann meinte irgendjemand noch was, dass Furio schon mit Vlad geredet hätte oder so, von wegen, dass irgend so ein Dude herkommt und irgendwie in unserem Turf nicht genug bezahlen will. Ja, ist richtig. Was ist das für ein Dude? Der Typ heißt Sil und der ist wohl irgendwie ein Rechtsverdreher. Aber habt ihr schon gesagt, wir kooperieren nicht mit Anwälten. Na gut. Naja, hin und wieder sind die auch mal praktisch, habe ich gehört. Das stimmt. Ich will einfach keine zärtlich mehr für Falschparken finden. Ich will, dass da jedes Mal irgendjemand verklagt wird. Und ich wollte schon immer mal jemanden aus einem Bodyshop vor der Ärztekammer ziehen, auch wenn das keine Ärzte sind. Die haben mir nämlich damals, als die mir, vielleicht habe ich mich ein bisschen geprügelt, habe ich hier den Rackenzahn, ne? Haben die mir einfach einen Schneidezahn statt einem Rackenzahn nachwachsen lassen. Weißt du, wie behindert das aussieht? Ich kann jetzt gerade nicht gucken, ich bin gerade ein bisschen tiefer gelegt. Warte mal, ich komme mal ein bisschen runter. Hier, siehst du das? Ja, ich pausiere ganz kurz, um einmal kurz einen Blick in seinen Mund zu werfen. Ja, sieht total scheiße aus. Und mach dann weiter. Und lässt sich auch echt kacke kauen. Was war denn aber jetzt da mit Jojo? Hä? Was? Was da jetzt mit Jojo war? Alles easy. Na gut. Dann machen wir weiter. Ich mach weiter. Ich bin dann irgendwann bei 105 oder so. Ja, dann wird's aber langsam schon irgendwie nervig, ne? Mhm. Ja. Also nervig auf jeden Fall, das ist schon die ganze Zeit, aber... Nee, es wird dann, glaube ich, auch irgendwann hart. Du musst ja bedenken, du bist ein muskulöser Ork, aber du wiegst ja auch super viel wegen der Knochen. Mhm. Kannst jetzt Schluss machen, das waren jetzt alle. Ah, super. Aber bevor ich jetzt wieder zusetzt, gehst du dich erstmal duschen. Mhm. Das hätte ich für einen guten Plan. Achso, das war jetzt übrigens Felix und der hat vielleicht der Kleinen da geraten, dass er dich mal ordentlich abschrubben soll. Das finde ich gut, das hätte ich mich jetzt auch gleich so zu die Wege geleitet. Sehr gut. Jojo zischt nur irgendwann wieder ab, ruft noch Werkstatt in den Gemeinschaftsraum und zischt dann weg. Aber dass du vor um 12 wieder da bist, grüßt die Leute, trink nicht so viel, wir wissen doch, dass du eigentlich mit deinen Kumpels weggehst und fahr nicht so schnell. Fick dich. Was bist du denn jetzt so? Reiß dich mal zusammen. Ich lass auch nicht immer meine Lauer... An dir zumindest nicht. Wir wissen, dass ihr Geschwister seid. Muss ja nicht noch und so weiter. Sie geht einfach. Junge, Junge, Junge. Ja. Ja, ich lasse mich unter der Dusche doch mal durchaus abschrubben. Sehr gut. Auch unter den Fingernägeln oder so. Auch untenrum, ja. Genau, das meinte ich doch. Sehr gut. Cut. Oh ja, Jojo verbringt jetzt die nächsten Tage erstmal in der Werkstatt. Sie soll erstmal quasi sich dieses Präparat kaufen. Ja. Das macht sie auch. Das ist gut. This garage, she makes things so very convenient for me. She's my all-night Venus garage, Venus garage, Venus garage, Venus garage, Venus. Tja, das war jetzt die Schweigeminute für Jojos unversehrten Uterus. Ne? Also das ist jetzt also eine relativistische Minute, ganz offensichtlich, ist ja auch egal. Ich bewege mich etwas schneller fort, deswegen bekommt euch das, ist ja auch völlig... Es ist also folgendes, Leute. Ja... Ich hatte Spaß. Das ist ja das Wichtigste. Ich weiß es nicht genau, aber ich kann mir gut vorstellen, was man jetzt denkt und vielleicht auch da niederschreibt. Aber das geht ja dann sowieso alles eher in Richtung Flummi, also I don't fucking care. Natürlich wollte ich, dass Kaban das herausfindet. Das war mir wichtig. Erstens hätten die meisten anderen Gänger zum Beispiel vielleicht mal Antonia gesagt oder sie überzeugt, was zu sagen. Und zweitens habe ich dann wieder ein bisschen Kaban-Jojo-Interaktion, wo sich ja jetzt doch einiges in Richtung Jojo verschieben könnte. An Aufmerksamkeit. Jetzt nicht vollständig. Sie ist immer noch eine Frau. Zu viel Bühnenzeit können wir der nun wirklich nicht geben, aber ne? Das ist einfach gut, wenn der das rausfindet, weil der Kaban, das wird man in den nächsten Folgen bemerken. Der Kaban ist ja jemand mit Empathie, der Kaban ist ja jemand, der vorsichtig, geradezu feinfühlig sein kann, gerade wenn die Alte sich noch nicht sicher ist, was denn nun zu tun sei. So. Ja. Ich will es im Wesentlichen dabei belassen diesbezüglich, außer eine Sache, die muss ich noch erwähnen, das ist einfach wunderbar. Und zwar nach Ende dieser Folge im OTTT meinte Deli, dass Kaban natürlich sich überlege, das Vlad zu erzählen, wegen der Sicherheit Jojos, gerade wenn er die irgendwo hinschickt. Ne? Wenn da stressbedingt oder sonst wie irgendwas abgeht. Ich meine, jetzt ist es, glaube ich, noch nicht so relevant, dass es da noch, es ist nicht unproblematisch, aber es geht noch. Aber wenn sie ein bisschen weiter ist und da was stressbedingt abgeht oder so, dann blutet die natürlich einfach sofort ihren gesamten Körperinhalt auf die Straße. So, auf jeden Fall wollte das deswegen mal vielleicht ihrem Bruder mitteilen, obwohl sie ihm gesagt hat, lass mal. Ich finde es gut, dass er direkt, ach genau, da kam noch, erstens wegen der Sicherheit und dann noch, es ist halt einfach ihr fucking Bruder. Finde ich gut, dass er nicht an den anderen Dude gedacht hat. der aller Voraussicht nach, ne? Der muss nichts erfahren. Das ist das richtige Ding für einen Prossi. Denn Gandhi ist kein Gänger. Also halt's Maul, du hässlicher Glatzkopf. Sehr gut. So. Dann habe ich noch eine Shadowrun-Runde auf YouTube gefunden. Und wie immer werde ich sie hier erwähnen. Das ist Digif irgendwas YouTube. Link Beschreibung. Ich hoffe, ich denke dran, aber ich denke schon. So. Was kann ich bisher zur Runde sagen? Die haben eine Zeit lang jeden Tag was hochgeladen. Ich weiß nicht, wie es bei denen weitergeht. Ich habe das nicht massiv weiterverfolgt. Aber die wirkten halt erstmal wie eine sympathische Truppe. Vor allen Dingen deswegen, weil es fucking Shadowrun-Spieler sind. Und ja, die filmen halt ihre Tischrunde und Sound und alles ist eigentlich noch okay. Ist eigentlich, kann man schon machen. Leider musste ich halt bei den Beschreibungen der vorherigen Spielabende ganz schnell die Escape-Taste suchen, weil sie halt davon gesprochen haben, dass man zusammen mit Loveware aus einem Haus gesprungen ist und der sich dann dort halt in Drachen verwandelt hat, um die zu retten. Und dann sind in der Gruppe halt 2 SC, die so Drake sind und ein Oni. Da wirst du sicherlich verstehen, dass ich da mir gedacht habe, ach, das höre ich mir nicht an. Aber du, dir gefällt das doch. Du bist doch so ein kleiner Freak. Gib's doch zu. Da gehst du jetzt dahin zu denen, guckst dir mal an, ob das was für dich ist. Und wenn ja, dann lässt du denen auch mal eine Milz da. Ne? Schön. Ja. Die Musik ist von Lamprey mit Parasite auf dem Album The Greener Grass und She's My All-Night Penis Garage von The Cheese Mites. Das Bild ist von Evo Tube und Gilly Doomsday. Aller Rechte auch scheiße in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Klein Geil Milzbros und Milzproletten.